Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Grundsteuerreform insgesamt war auf allen staatlichen Ebenen von Anfang an, weil sie so historisch zustande gekommen ist, eine Herkulesaufgabe. Wir haben mehrfach hier darüber gesprochen, ich will das nicht wiederholen, verweise aber darauf, dass es offensichtlich aus Fragestunden des gestrigen Tages keinen Erkenntnisgewinn beim Kollegen Witzel sowohl zu der historischen Situation als auch zu Rechtsfragen gegeben hat, obwohl ich nun ausführlich versucht hatte, zu erläutern, wie die rechtliche Situation ist. Sie haben aber keine Abwägung selber dazu vorgenommen, ob Sie das jetzt anders sehen. Also Ihr Erkenntnisgewinn steht Ihnen noch bevor. Da Sie nun ausreichend in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, immer die Sichtweise anderer, und zwar derjenigen, die die Kommunen kritisiert haben, vorzutragen, kann man das durchaus als Gottfried Wendehals des Parlaments bezeichnen, glaube ich. Also die Veranstaltung hier überrascht mich insofern ein klein wenig, muss ich sagen, weil wir doch rein auf der Faktenbasis ein Stück anders dastehen, auch neben was wir gestern noch mal ausgetauscht haben, was die Historie angeht. Das, was die Koalitionsfraktionen heute eingebracht haben, basiert darauf, dass es einen Vorschlag gab, dies auch im bundeseinheitlichen Modell zu machen, und zwar im Frühjahr bereits. Da ist unter dem Gesichtspunkt, dass auch andere Fraktionen dieses Hohen Hauses immer gesagt haben, wir sollten Rechtszersplitterungen zwischen den Bundesländern möglichst vermeiden, eine Initiative auf den Weg gebracht worden von Bundesländern, 11 insgesamt, um dieses Bundesmodell anzupassen, um genau die Regelungen, die jetzt Gegenstand des Entwurfs der Koalitionsfraktionen sind. Und es hat intensive Beratungen mit dem FDP-Bundesfinanzminister darüber gegeben, ob es möglich ist, das in einem Gesetzgebungsverfahren des Bundes so rechtzeitig zu machen, dass mehr Zeit verbleibt für die Kommunen, das umzusetzen, und auch für IT-Programmierung und vieles andere. Das ist nicht erfolgt. Die Bundesregierung hat sich nach Wochen dagegen entschieden. Und wenn man nach Wochen, nachdem man signalisiert hat, das ernsthaft prüfen zu wollen und auf den Weg bringen zu wollen, dann sagt, naja, machen wir doch nicht, dass dann eine politische Abwägung darüber stattfinden muss, ob man es als Landesmodell mit der rechtlich eindeutig zulässigen Landeslösung machen kann, das kann man den Koalitionsfraktionen doch wohl nicht ernsthaft vorwerfen. Also wenn Sie überhaupt die Frage beantworten wollen, zu welchem Zeitpunkt hätte man es früher machen können? Dann hätte sich das Land Nordrhein-Westfalen entscheiden können, diese Landesöffnungsklausel anstelle einer bundeseinheitlichen Geschichte im Februar einzubringen. Ja, hätten wir. Wir haben uns für den Bundesweg entschieden, weil wir vorsondiert hatten, auch mit dem Bund, dass eine bundeseinheitliche Lösung durch Änderung des Bundesgesetzes das insgesamt systematisch bessere wäre, weil auch andere Bundesländer in Deutschland auf den Punkt gekommen waren, dass sie es anpassen wollten und gesagt haben, dann lass uns nicht jeder das einzeln tun. So, von daher glaube ich, dass es nicht der Sache angemessen ist, zu sagen, wir hätten hier in diesem Hohen Rund an der einen oder anderen Stelle Zeit verdattelt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, hier ist eine Lösung, die sachgerecht ist. Der zweite Punkt. Sie haben permanent Modellüberlegungen eingebracht, permanent, die zu dem Zeitpunkt, wo Sie sie eingebracht haben, wie Sie wussten, nicht mehr rechtlich umgesetzt werden konnten. Sie wussten das. Herr Kollege Witzel, wenn Sie es immer noch nicht wissen, dann ist das Ihr Problem der Erkenntnis, aber nicht das Problem, dass es nicht so ist. Es ist in der Tat, wenn Sie mitten in einem Erhebungsvorgang für 6,4 Millionen Grundstücke, wenn Sie sagen, wir wollen dann noch mal die Rechtsgrundlage verändern, fangen Sie noch mal neu an. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie vielleicht auch den 1000 Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten hier auch mal in angemessener Weise dafür gedankt hätten, dass die das Steuersubstrat der Kommunen, das nicht Steuersubstrat des Landes ist, in dieser Art und Weise mit so vielen Überstunden und mit so vielen Schwierigkeiten so bearbeitet haben, dass es zum 01.01.2025 noch eine Grundsteuer gibt. Diesen Dank hätte ich auch gern mal mir gewünscht. Und wenn Sie die Frage noch mal ernsthaft hier im Rund diskutieren wollen, was die angemessene Lösung ist, dann gibt es zwei Kernpunkte, die Sie unterscheiden müssen. Der eine ist, Sie haben eine Belastungsverschiebung, die sehr, sehr unterschiedlich ist, aber im Durchschnitt zwischen Wohnen und Nichtwohnen eine Rolle spielt. Vor allen Dingen zwischen Einfamilienhäusern und Gewerbegrundstücken.
Aber es ist in jeder Kommune anders. Es hängt mit dem Alter der Immobilien zusammen. Im Wesentlichen auch mit dem Alter der Einfamilienhäuser oder der industriell-wirtschaftlichen Substanz. Und es ist in jeder Kommune unterschiedlich und deshalb ist eine landesweite Messzahllösung, wie Sie übrigens in Sachsen an den veröffentlichten Messzahlen jetzt sehen können, einfach nicht sachgerecht. Das löst das Problem weder in Sachsen noch im Saarland noch in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb ist die sachlich falsche Lösung auch nicht das Modell gewesen, das ich hier vorgeschlagen habe. Die sachlich falsche Lösung hätte nämlich dazu geführt, dass Sie in manchen Großstädten das Messzahlthema als gute Lösung hätten nehmen können, in großen Teilen unseres vielfältigen Landes aber nicht. Und deshalb hat die Landesregierung genauso wenig wie die Koalitionsfraktion das als ein geeignetes Mittel gesehen. Fragen Sie mal in Sachsen, fragen Sie mal im Saarland nach, was denn da der Sachverhalt ist. Und der zweite Punkt ist, das empfinde ich dann schon als ein bisschen bemerkenswert. Wir haben es rechtlich ausschließlich auch mit eigenen Bordmitteln hergeleitet, aber abgestimmt mit dem Bundesfinanzminister, der uns auffordert, wir sollen doch bitte die Länderöffnungsklausel genau zu dem Modell, das wir ihm angetragen haben, umsetzen. Und Sie kommen dann und sagen, ja, da gibt es diffuse Rechtszweifel, die sind schon mal geäußert worden und die seien nicht widerlegt. Entschuldigung, es ist kein fundierter Rechtszweifel mit Angabe von Artikel, Paragraph und Auslegung je vorgetragen worden. Es sind Sorgen vorgetragen worden. Die darf man übrigens vortragen. Und die sind gerade im Gesetzgebungsverfahren, das jetzt folgt, zu klären. Das ist jetzt genau das parlamentarische Verfahren, vor dem wir stehen. Und deshalb empfinde ich es als sehr komisch, dass man vor der Einbringung eines solchen Gesetzes sagt, naja, bringen Sie es besser nicht ein, da sind Sorgen. Ja, wir müssen die Sorgen ernst nehmen. Das ist aber genau der Beratungsgegenstand, über den wir jetzt reden. Und deshalb habe ich die herzliche Bitte einer substanziellen Beratung und nicht des Nachkartens zu Sachverhalten, die so nicht richtig sind. Applaus